Eine äußerst wichtige Botschaft von den Plejaden, von Salea. Und sie hat mir im Vorfeld gesagt, nur wenige werden es richtig verstehen. Um was es tatsächlich geht, erfährst du jetzt gleich in meinem Video. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind vertreten in Österreich, Schweiz und Deutschland über unsere PartnerInnen. Und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du daran interessiert bist, immer die neuesten Nachrichten zu bekommen, dann abonniere jetzt am besten gleich meinen Kanal, damit du in Zukunft nichts mehr versäumst und aktiviere auch die Glocke. Ja, und heute geht es um diese ganz besondere Nachricht von den Plejaden von Salea. Und sie hat mir aufgetragen, ich soll euch mit diesen Worten begrüßen. Elris Lirai Vei. Das heißt sinngemäß, das neue Zeitalter beginnt. Und was da alles noch dazu kommt, was das alles bedeutet für die Menschen, das wird sie uns in dieser Botschaft jetzt gleich anschließend erklären. Und sie hat auch gesagt, es werden nicht alle Menschen verstehen. Einige werden es natürlich verstehen, aber auch noch viele noch nicht verstehen. Und diese Botschaft ist dennoch sehr wichtig für die gesamte Menschheit und für das Universum. Also jetzt nicht nur für die Erde, sondern tatsächlich für das gesamte Universum mit seinen wundervollen Planeten und deren Bewohnern. Gerade jetzt, wo ja bei uns alles im Umbruch ist, wo sich ja ständig etwas Neues ergibt und wo auch so viele Konstruktionen zusammenfallen, welche keine Wahrheit tragen, welche die Liebe nicht tragen, das fällt alles zusammen. Und gerade jetzt ist diese Nachricht für uns von sehr großer Bedeutung. Denn wenn man es versteht, dann hat man plötzlich so einen Weitblick, will ich jetzt mal sagen, dieses höhere Bewusstsein und es ist vollkommen klar, um was es geht. Man versteht vollkommen, warum alles so ist, wie es ist und versteht auch, wie man dann selbst persönlich seinen Weg weitergehen kann. Und deswegen ist diese Botschaft jetzt gerade heute zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz wichtig für dich. Und ich wünsche mir so sehr, aus der Tiefe meines Herzens, dass du selbst deine Wahrheit darin findest, dass dich die Worte berühren und dass du sie auch verstehst. Denn mit diesem Verstehen öffnet, also ging es ja mir, öffnet sich eine Weite und mein Bewusstsein, das wurde noch mal richtig angehoben dabei, so dass mir vieles klar ist und ich meinen Weg auch ja, mit richtiger Kraft und Stärke weitergehen kann. Elris Lirai Vei. Das sind diese Worte, die haben sich in meinem Herzen, die haben so eine Vibration ausgelöst, so ein inneres Gefühl der Freude, des Neuen. Und jetzt kommt auch schon wieder die Gänsehaut, die fängt an, von den Füßen bis hier hoch zu den Armen in mir aufzusteigen. Denn es ist sehr wichtig, dass wir alle Menschen erreichen. Das hat Salea gesagt. Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich diese Botschaft hören. Und sie hat mich auch gebeten, dich zu bitten, diese Botschaft zu teilen, dieses Video zu teilen, damit so viel wie möglich Menschen davon hören und dann auch sich neu ausrichten können und das Neue unterstützen können, was ja im Moment geschieht und wir ja teilweise sehr überfordert sind gerade und ja, manche Menschen sind auch sehr, die wissen gar nicht mehr, was los ist, die sind vollkommen konfus und
in dieser Matrix gefangen, in dieser Angst- und Machtmatrix gefangen. Und gerade dafür ist diese Botschaft also für uns sehr wichtig, um das Ganze besser zu erfassen, um das Ganze besser zu verstehen und über dieses Verstehen, um dann auch leichter jetzt durch die Zeit zu kommen. Das ist ganz wichtig und ich lege es euch ans Herz. Und ja, bleibe dran und hört dir diese ganz, ganz tiefgehende Botschaft an. Saleha ist schon bereit. Sie lächelt mir zu und ich beginne jetzt auch, denn ich weiß, alles Wichtige wird in der Botschaft gesagt werden. Das ist für euch wichtig. Also ich brauche gar nicht so lange rumzureden. Das Wichtigste kommt in der Botschaft. Was ich euch noch sagen wollte, es gibt für die Kanalmitglieder wieder ein neues Webinar und es gibt auch für alle ein neues Webinar auf der Smarana-Seite, nämlich das Medium der neuen Zeit, die nächste Ausbildung. Der Link ist unter dem Video, wer sich dafür interessiert und weiterbilden möchte, denn die Weiterbildung im geistigen Bereich ist das, was unser Bewusstsein erhöht und natürlich auch unsere Energie erhöht. So, jetzt sprühe ich mich mal ein mit den Plejaden natürlich, mit der Plejaden-Energie. Und ich schicke dir auch schon ein bisschen rüber, sodass du auch daran teilhaben kannst, auch wenn du jetzt gerade kein Auraspray bei dir hast. Also allgemein, ein Auraspray erhöht die Energie, denn es trägt ganz hohe Energie und verbindet sich in dem Moment, wo du es einsprühst, mit deiner Aura, mit deinem Energiesystem und richtet dich, mich jetzt in dem Moment genau auf die Plejaden aus. Und ich habe auch hier schon meinen Raum in vollkommenen Schutz eingehüllt. Ich habe also alle Engel gerufen und mein Schutzritual gemacht, sodass wir komplett geschützt sind, wenn wir jetzt diese Botschaft erhalten. Und ja, ich freue mich sehr darauf und ich wünsche dir jetzt auch schon ganz viel Freude damit. Geliebter Mensch, bevor wir die Botschaft von Saleha hören werden, möchte ich dich energetisch ausrichten, sodass du danach die Worte tiefer und intensiver empfangen kannst. Dafür bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und mit jedem Atemzug etwas ruhiger zu werden, mit jedem Atemzug zu fühlen, wie dich das Licht der Liebe ausdehnt, beruhigt und gelassen macht, wie mit jedem Atemzug Harmonie in deinen Körper einstrahlt und du spürst, wie du selbst ganz gelassen wirst. Du spürst, wie deine Seele nun bereit ist, die hohen Energien zu empfangen und sich auch jetzt dein Herz öffnet. Und so atme ruhig in dieser Geschwindigkeit weiter, in dem Wissen, dass dein Herz sich jetzt zu einer goldenen Sonne ausdehnt und diese Sonne so groß wird, wie du selbst bist. Und sobald du diese goldene Sonne fühlen kannst, befindest du dich im Bewusstsein deiner Seele. Ich verbinde mich nun mit Saleha und ich rufe die Energie der Plejaden, damit wir diese wundervolle Botschaft hören mögen.
Elvis Leroy Way. Salea begrüßt dich. Salea wurde erneut auserkoren, um heute zu dir zu sprechen. Liebe Menschen, wir die Plejada, wir sind bei euch. Wir hatten selbst auch ein wenig Zeit gebraucht, um uns auf das Neue, was gerade geschieht, vorzubereiten. Und wir haben viel im Universum mit den Mächten, den Energien für dich bereits gewirkt. Und heute ist dieser Tag gekommen, wo ich zu dir sprechen darf. Wir haben uns vorbereitet für dich, für alle Menschen. Und wir haben uns vorbereitet für all die anderen lichten Wesen auf den anderen Planeten des Universums. Denn du, lieber Mensch, du solltest verstehen, dass es noch mehr lichtvolle Wesen gibt im Universum und dass du selbst nicht alleine bist. Wir wissen, dass dies vielleicht nicht jeder von euch so akzeptieren kann, aber es ist tatsächlich so. Das Universum ist riesengroß und für dich als Mensch kaum zu begreifen. Aber wir reisen mit unseren Schiffen durch die Sphären des Universums und wir kennen weitere lichte Wesen, so wie du, so wie dich. So erkenne jetzt, dass du nicht alleine bist und dass das Neue, was kommen wird, auch nicht nur die Erde betrifft. Es gibt Planeten mit ähnlichen Strukturen wie die Erde und auch dort gibt es Dualität, das 3D-System, diese Dimension, in welcher du jetzt gerade lebst. Für uns, den Plejadern, ist die dritte Dimension fremd. Wir kennen die Dualität nicht so, wie du sie kennst. Aber wir sind neugierig und wir bereiten uns darauf vor, in die dritte Dimension hinabzusteigen, um mit dir Kontakt aufnehmen zu können. Und gerade dies ist der schwierigste Teil, der uns jetzt in diesen Momenten ereilt. Es gibt eine Voraussetzung, um mit dir als Mensch in Kontakt treten zu können. Das ist die Erkenntnis, dass du dein Ego mit deinem Herzen
vereint hast und dass das Ego in dem Moment ganz ruhig ist und sich zurückzieht, genau wie der Verstand. Wir wissen, dass dies für viele von euch noch nicht möglich ist. Aber es ist die Voraussetzung, dass wir euch richtig gut helfen können. Und so bitten wir dich, daran zu arbeiten, dass du dein Ego erkennst und alles, was dich durch das Ego behindert. Die große Wahrnehmung in die anderen Dimensionen, dass alles, was dich durch dein Ego behindert, dies wahrzunehmen, abnimmt. Und du dadurch dein Bewusstsein erhöhen kannst. Denn solange dies noch nicht geschehen ist, wirst du uns nicht erkennen, wirst du uns nicht wahrnehmen oder vielleicht nur ganz kurz wahrnehmen. Wir sind bereit, aber wir wissen auch, dass es noch ein wenig dauern wird, bis alle Menschen soweit sind. Und wir haben Geduld mit euch und mit allen anderen Wesen auch, welche noch in der dritten Dimension festgehalten werden. Wenn wir dann kommen werden, werden wir vorerst an versteckten Plätzen zu euch kommen. Wir werden nicht in einer großen Stadt landen. Sondern eher auf dem Land, dort, wo uns niemand sieht, welcher nicht berechtigt ist. Und wenn es so sein soll, dann wirst du gerade in diesem Moment an diesem Platz sein. Wichtig ist, dass alle Menschen wissen und akzeptieren, dass es außerirdische Wesen gibt. Dieses Wissen muss die kritische Masse überschreiten, sonst können wir uns nicht zeigen oder sonst werden wir uns nicht zeigen. Es wird also noch eine kleine Weile dauern. Aber das, was wir in der Zwischenzeit tun, das ist eine sehr große, lichtvolle Unterstützung für alle Menschen. Die bereits wissen, dass es uns gibt. Und so haben wir das Gitternetz der Erde mit Licht aufgeladen. Und dieses Licht, das pleiadische Licht, das kommt in dem Moment zu dir, wenn du darum bittest. Wir haben es im kompletten magnetischen Gitternetz installiert und es fließt zusammen mit dem Licht der Sternenwesen
der Engel und der magnetischen Linien des Universums. Wenn wir die Erde betrachten, können wir erkennen, wie viele von euch Menschen schon bereit sind. Und wir können auch die kritische Masse erkennen. Das, was wir jetzt tun, das ist, dass wir verschlüsselte Energien senden zu den Menschen, welche bereits in ihrer Entwicklung mit dem Ego sehr gut vorangekommen sind. Diese Menschen können von uns verschlüsselte Botschaften, verschlüsselte Energien erhalten. Und so haben wir für heute ein wenig von dieser Energie vorbereitet. Und wir werden sie jetzt gleich durch Salea für dich übertragen. Und wenn du bereit bist, dann öffne nun ganz bewusst dein Herz, um die Energien zu empfangen, um die verschlüsselten Informationen, die Codes der Plejade jetzt persönlich entgegenzunehmen. Und so fließt diese Energie zu dir. Sie wird ohne Worte übertragen. Elris Liraiwei. So wurde nun zu einigen von euch ein intensiver Kontakt hergestellt. Und wir haben gleichzeitig auch Strukturen, welche deinen Energiefluss der Informationen hindern, entfernen können, dass die Aufnahme der galaktischen Energien, die ab jetzt noch leichter fallen wird. Du kennst auch deine Aufgabe, das Ego immer kleiner werden zu lassen und deine Energie zu erhöhen. Und so bedanken wir uns bei dir für dein Licht und deine Liebe. Elris Liraiwei. Salea zieht sich jetzt wieder zurück. Du kommst auch wieder ganz im Hier und Jetzt an. Bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Ihr habt die Botschaft gehört und die Dringlichkeit,
die Aufgabe mit dem Ego. Das hat auch mit dem Bewerten zu tun. Soll ich noch sagen, denn solange wir andere Menschen bewerten, sind wir sehr im Ego. Und das ist gerade ja im Moment sehr intensiv auf der Erde. Also wir haben sehr viel zu tun, mit anderen Worten, die Bewertung. Das hat auch mit dem alltäglichen Leben sehr viel zu tun. Versucht, aus dieser Bewertung rauszugehen, damit wir diese Hilfe alle in Anspruch nehmen können. Schön, dass du deine Zeit heute mit mir verbracht hast. Und wenn du weiterhin wichtige Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonnier bitte meinen Kanal, klicke einfach auf die Kugel und schon wirst du informiert, wenn ein neues Video kommt. Alles Liebe, bis bald!